Achtung, bevor der eigentliche Filmbeitrag hier jetzt beginnt, muss ich noch ein paar wichtige Informationen vorgeben. Wie ich dann hier diesen Filmbeitrag fertig geschnitten hatte und zum Rendern auf meinem Computer hinterließ, schaute ich mal auf die Facebook-Seite von Verein Verkabeln, denn in diesem Verein geht es ja hier in dem Film. Und da wollte ich euch jetzt eigentlich eine neue Aktion von Verkabeln vorstellen. Und dann, wie ich jetzt eben noch gerade jetzt eben hier auf die Facebook-Seite blicke, sehe ich, dass der Herr Franz Fuchsberger gepostet hat, dass der Protestmarsch, um den es hier in dem Video eben geht, von der Behörde untersagt wurde. Man, ihr könnt da gerne hier mal generell öfters reinschauen auf die Facebook-Seite, wenn ihr auf den Laufenden sein wollt. Oder schaut am besten eben auf die Homepage vorbei, die ist unten im Video verlinkt. Da könnt ihr dann Mitglied werden beim Verein, wenn euch die Aktionen interessieren. Aber zumindest, wenn ihr dann dort da draufklickt, kommt ihr zum Kronenzeitungsbericht. Und da seht ihr einfach mal gar ganz kurz und bündig, warum das eben abgesagt wurde. Ihr könnt eh auf Pause klicken und dann das genau durchlesen. Doch ich will es nicht zu viel reden, sondern euch eben den Film jetzt hier präsentieren können, ja. Das bedeutet jetzt nicht, dass die Aktion eben unwichtig geworden ist, ja, in diesem Filmbeitrag. Vielleicht könnt ihr an Herrn Franz Fuchsberger Tipps und Anregungen geben, wie man diesen Protestmarsch trotzdem noch durchbringen kann. Oder vielleicht hat der Herr Franz Fuchsberger selbst schon, währenddessen ich jetzt diese Ansage hier aufnehme, eine Lösung gefunden und der Protestmarsch findet ja doch wieder statt. Aber ich wollte euch einfach mal Bescheid geben, wie jetzt der Stand der Dinge derweil so ist, wo ich dieses hier aufnehme. Es ist jetzt kurz vor Mitternacht, am Vorabend der Beginn dieses Protestmarsches. Und wenn morgen in der Früh oder zum Nachmittag der Franz Fuchsberger selbst schon Lösung gefunden hat, naja, dann ist eh alles gut, ja. Okay, somit habe ich mal meine journalistische Pflicht getan, euch immer genauestens über den Laufenden zu halten, über die Sachen, was ich so in meinen Videos einbinde. Und somit wünsche ich euch viel Spaß jetzt beim eigentlichen Film. Hallo liebe Freunde von CryptoTV, wunderbar, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie seht, heute geht es wieder bei den Verkablern weiter. Ich bin ja beim E-Mail-Verteiler drinnen, darum kriege ich dann auch immer die neuesten Nachrichten über die Aktionen und wie der Stand von diesen Aktionen sind. Und da habe ich jetzt gelesen, dass ab morgen, den Donnerstag am Heuberg, eine neue Veranstaltung geplant ist. So neben dem Hungerstreik, was hinter mir seht. Und zu dieser Veranstaltung am Heuberg, da schauen wir jetzt da ins Zelt rein, zum Herrn Franz Fuchsberger, den Vorstand von Verein Verkabeln, und der erzählt uns dann etwas darüber. Okay, dann schauen wir einfach mal rein. Ja, hallo, jetzt sind wir in Zelt drinnen von den Verkablern. Ihr wisst ja, da haben wir jetzt dann die drei Aktivisten von Hungerstreikerinnen. Und jetzt sitzt vor mir der Herr Franz Fuchsberger, der Vorstand von Verein Verkabeln. Und da gibt es eine neue Aktion. Hallo, Herr Franz Fuchsberger. Ja, hallo Roman. Und willkommen da im Verkabler Hungercamp. Genau. Die neue Aktion, die wir gemacht haben, ist eine Aktion, wo wir das Klima und die Natur schützen wollen oder für den Erhalt der Natur und das Klima demonstrieren wollen. Und zwar auf der Dachsloegstraße, auf einem Abschnitt auf der Dachsloegstraße, das ist am Heuberg. Mhm. Am Heuberg plant ja unsere Verbund AG und auch die APG eine beispiellose Zerstörung, die sich eben dann weiterzieht bis nach Capron, wie wir alle wissen. Und wir wollen eben hier eine ganze Woche lang demonstrieren, und zwar ab Montag, ab morgen Donnerstag, 8. Oktober 12 Uhr bis 20 Uhr, und dann beginnen wir jeden Tag auch übers Wochenende von 6 Uhr morgens bis 20 Uhr diesen Straßenabschnitt
zwischen dem Basislager, das wir hier in der Dachswegstraße haben, und dem Forsthaus dort abzusperren und dort friedlich für, wie gesagt, unsere Natur, auch für das Klima zu demonstrieren. Mhm. Eine kurze Erläuterung, warum Klima? Es wissen nicht alle Leute, dass diese Salzburg-Leitung, diese 300, die Debatte Freileitung versus Erdkabel eine Nachhaltigkeits- und auch eine Klimawirkung hat. Und den möchte ich ganz kurz erläutern, wenn das so passt, Roman. Ja, sicher, gerne. Nämlich, nur raus mit den Informationen. Genau, das Offensichtliche ist es, dass ja für die Freileitungsvariante eine Waldrodung geplant ist von 800 Hektar. Das ist die gleiche Fläche wie die gesamte A1, alle beiden Fahrbahnen von Salzburg bis nach Wien. Wahnsinn. Oder noch mehr anders ausgedrückt, 800.000 Bäume. Darunter ganz wertvoller Schutzwald. Aha. Und wir alle wissen, die Wälder sind unsere grüne Lunge. Und da einfach sorglos damit umzugehen und die umzuhauen für eine vollkommen veraltete Stromübertragungstechnologie ist verantwortungslos, und dagegen verwehren wir uns eben. Und das Erdkabel würde mit weniger als 2,5% oder die Trasse davon auskommen. Das ist der eine Aspekt, das ist der offensichtliche. Es gibt einen zweiten Aspekt, der ist auf den ersten Blick vielleicht nicht erkennbar, und der ergibt sich aus der höheren Übertragungsqualität für elektrischen Strom, den die modernen Erdkabel bieten. Aha. Oder anders ausgedrückt, moderne Erdkabel haben eine deutlich geringere Übertragungsverlustleistung, also geringere Übertragungsverluste, und zwar ganze 30%. Und wenn wir also jetzt wissen, dass über Österreichs Stromnetze immer noch ein großer, bedeutender Anteil von Strom aus kalorischen und somit fossilen Quellen übertragen wird, dann bedeutet, wenn ich also den Übertragungsverlust um ganze 30%, also fast ein Drittel, reduzieren kann, dass wir weniger CO2, das wir da von unten rausholen und dann schlussendlich wieder in unsere Atmosphäre pusten, einfach ganz sinnlos durch Übertragungsverluste, sprich Wärmeabgabe an die umgebende Luft, verpuffen lassen. Und somit haben wir auch einen Nachhaltigkeits- und einen Klimaaspekt, der auf diesen zweiten Blick erst sichtbar ist, durch deutlich bessere Übertragungsleistung, die wir beim Erdkabel haben. Das Erdkabel ist ja in jeder Hinsicht den Freileitungen überlegen. Und daher, wie gesagt, am Heuberg, das ist direkt gegenüber vom Nockstein, wollen wir eine ganze Woche lang für den Erhalt unserer schönen Landschaft und für unser Klima demonstrieren. Das ist ja eigentlich wirklich das Thema. In Zeiten von Klimawandel müsste das doch jedem klar sein, dass man da uns eigentlich selbst wieder an unsere eigenen Beinen sägen. Also wenn man da die Bäume, 800 Hektar, das ist ja... Und ich habe auch mitbekommen, die Bäume, die werden ja liegen gelassen. Fliegen nicht überall, an gewissen Orten habe ich das mitgekriegt. Das ist ja ein Borkenkäferproblem dann auch, oder? Ja, also wir sind überrascht, dass man das teilweise noch gar nicht aufgeräumt hat. Wir haben ja vielfach mit Windschäden noch zu tun. Man müsste ja entästen normalerweise. Genau, und so. wo die Bundesforste das aufräumen sollten. Aber da hat man einfach andere Prioritäten. Man legt da für eine Stromleitung hier Bäume nieder. Und macht das, und das ist ja auch, um jetzt ein bisschen auf unser Hungerstreik-Thema zu kommen, und macht das, obwohl man noch nicht einmal Rechtssicherheit hat. Es ist noch nicht einmal sicher, ob dieses Projekt so, wie es eingereicht, realisiert werden kann, weil ja unsere Einsprüche am VWGH, also am obersten Verwaltungsgericht, liegen und es gestoppt werden kann. Und es vermehren sich und verdichten sich die Indizien, dass es gestoppt wird. Aber was machen die Projektbetreiber? Sie bieten den Bauern an, 30% mehr zu zahlen, wenn sie die Bäume jetzt schon fällen, und nicht erst, wenn es notwendig gemäß Projektplan ist, einfach nur um vollendete Tatsachen zu schaffen. Und das ist das, was uns so erbost und zu diesem Hungerstreik hier motiviert und anleitet.
Sehr umfangreich, eure Bewegung, euer Verein, so viele Aktionen, das, was am Heuberg jetzt dann ist, da habe ich gesehen, da kann man sich dann eintragen lassen, ist wie ein Schichtbetrieb geplant. Ja, genau. Oder? Da ist man nicht ständig am Platz, sondern ihr wechselt euch dann da ab. Genau, wir haben die Demo so angemeldet, dass wir gesagt haben, es sind immer mindestens 5 Leute von 6 Uhr morgens bis 20 Uhr da. Mhm. Und dafür haben wir also eine den Doodle-Kalender, eine Doodle-Umfrage zu Hilfe genommen und an alle unsere 12.500 Unterstützer ausgesandt. Und auf diesem Doodle sieht man dann also, ist es eingeteilt von 6 Uhr morgens bis 20 Uhr in 2-Stunden-Slots. Und man sieht, wie viele Leute haben sich in den verschiedenen Slots schon eingetragen. Und dann sehe ich, aha, das ist ein Slot, der hat erst 4 Leute, dann trage ich mich dort ein, wenn ich Zeit habe, um diese 5 voll zu machen, sodass wir wirklich eine dauernde Präsenz haben und damit auch keinen Grund der Polizei liefern, uns aufzulösen. Mhm. Und deshalb auch der Aufruf nochmal an euch alle, helft uns. Es geht um sehr, sehr viel. Seid da bei dieser Demo mit dabei, nutzt den Doodle-Link. Und wer noch nicht so vertraut ist mit dieser Technik, hat sicherlich Kinder vielleicht oder IT-versierte Menschen, Freunde im Umfeld, die euch da helfen können, euch einzutragen. Wird aber gar große Wissenschaft an sich sein, glaube ich. Es ist einfach eine Geschichte. Aber wenn man es noch nie getan hat, dann hilft es natürlich schon, wenn einem da wer einsteht. Das glaube ich auch, dass man immer wen findet, der sich da auskennt, wo man wohin klicken kann und so. Das schafft man. Ja, dann, also von ab morgen Donnerstag, dann eine ganze Woche bis zum nächsten Donnerstag. Bis Mittwoch, 20 Uhr. Und wir sind sogar wild entschlossen, wenn das Ganze erfolgreich ist, dass wir dann Anfang der Woche einfach nochmal eine weitere Woche verlängern. Unser Klima, unsere Natur am Heuberg, am Nockstein, bei uns, und es wird weitere Aktionen geben, auch in Richtung Innergebirg. Mhm. Sind es uns wert und sollen es uns wert sein, dass wir hier aktiv sind. Ja, wirklich Respekt, was ihr so leistet. Du Franz, du bist jetzt, wie viele Tage jetzt bist du jetzt in den Hungerstreik mit eingetreten? Heute ist mein elfter. Der elfte Tag. Ja. Wow. Und merkt man schon sowas, zerrt es schon an der Konstitution, körperlich, psychisch, physisch? Körperlich geht es mir eigentlich gut. Ich muss aber auch sagen, dass ich mich wenig bewege. Ich sitze hier, also du siehst hier meinen Arbeitsbereich. Das ist eigentlich das, was ich sonst etwas komfortabler und reichhaltiger ausgestattet in meinem Büro habe. Was ich merke, ist natürlich, das Nervenkostüm ist nicht stärker geworden und die Konzentrationsfähigkeit spüre ich auch. Also wenn ich hier Texte mache und schreibe, dann brauche ich schon ein bisschen länger. Also sonst brauche ich natürlich, aber sonst kann ich nicht klagen. Geht es mir gut, aber dennoch hoffe ich, dass unsere mehrfachen Wünsche und Ersuche in Richtung Landeshauptmann hier einen wirkmächtigen Ruf an die Projektbetreiber zu erteilen. Sie mögen bis zum Vorliegen des Urteils die Maschinen ausschalten, dass das endlich mal fruchtet. Wir fühlen uns da schon im Stich gelassen, dass wir bis jetzt noch nichts gehört haben und hier ausharren müssen. Wir machen das ja nicht, weil wir so lustig sind oder weil es uns Spaß macht, sondern wir tun es aus Verantwortungsbewusstsein. Das ist kein Sommercamp, was ihr macht. Es ist kein Sommercamp, es ist ein Dienst für uns alle und schlussendlich auch ein Protest an jene Leute, die sich stets auf den Rechtsstaat berufen, uns vorwerfen, wir respektieren den Rechtsstaat nicht oder nicht ausreichend, weil wir ihren Baubescheid, den sie konsumieren, in Frage stellen und gegen diesen Bau protestieren. Aber gleichzeitig jetzt, wo es eng wird, am rechtlichen Terrain für sie, versuchen durch die Schaffung vollendeter Tatsachen ein sich anbahnendes, nicht wunschgemäßes rechtsstaatliches Gerichtsurteil zu umgehen, und ad absurdum zu führen und damit den Rechtsstaat eigentlich auszuhebeln. Das darf nicht sein, deshalb sind wir auch hier und halten durch. Aber wir sind froh, wenn es aufhören und wenn wir wieder zurück in unsere Wohnungen können und auch wieder was essen können. Ja, verzichtet sich also auf sehr viel nämlich. Genau. Gell? Das gegenüber sitzt der Peter. Der Peter ist heute den 17. Tag bereits hier. Und also ich frage mich, wie lange sie uns hier noch sitzen lassen wollen.
Mir fällt auch auf, das ist ja alle von der Elterngeneration, was die ganzen Hungerstreiks hier macht. Ich meine, es fängt so ab Mitte 30 an, die Bewegung bei euch, was mir so auffällt. Mir geht so der junge Part ab, die Studenten und die ganzen Leute. Was denkst du, warum ist das so in den jungen Bewusstseinsbildern nicht drin? Weil bei Friday for Future und solche Sachen sind ja die jungen Menschen auch sehr aktiv. Ja, das stimmt. Wobei, da muss man jetzt ein bisschen unterscheiden, wenn man sich die Bilder von unseren Großdemonstrationen ansieht, dann sieht man schon, dass wir ganz viele junge Leute auch dabei haben. Mhm. Also wenn wir da auf die Straße gehen und die nicht in der Schule sonst wo sind, dann sieht man, dass wir da ganz viele junge mit dabei haben, Gott sei Dank. Ja, jetzt cool, natürlich, cool. Jetzt hier hungern wir, schlussendlich sind wir in der Arbeitszeit, da sind das natürlich mehr Leute, die Möglichkeit dazu haben. Mhm, ja, der Winter ist in Pension und kann sich leichter einteilen. Naja. Ich selber kann okay, auch das einteilen. Leuchtet mal ein bisschen wo ein. Ja, sieht man in diesen Aktionen weniger Jugendliche als bei Fridays for Future. Aber die haben natürlich in erster Linie die Schüler, ist ja auch eine Bewegung, die von den Schülern, von den Schulen ausgegangen ist. Vielleicht wird es machen auch da noch zu viel, weil es als junger Mensch jagt dann ja auch Vogel nach dem anderen auch oft und da muss man sich dann auch wirklich aussuchen, wo gebe ich mir ein oder wie? Oder ist das so eine paradoxe Ansicht oft? Nein, ich glaube, dass die Jungen schon da motiviert sind, mitzugehen. Wir sind übrigens auch in Abstimmung mit Fridays for Future. Die waren kürzlich hier bei uns im Hungercamp und wir haben uns gut unterhalten. Und wir haben festgestellt, dass neben den 800 Hektar Wald der zweite klimarelevante Aspekt gar nicht bewusst war. Wir sind jetzt in einem Nachdenkprozess und ich bin auch eingeladen zu einem Gremium von Fridays for Future, wo wir darüber sprechen. Und dann werden die möglicherweise unsere zukünftigen nächsten großen Demonstrationen joinen und wir gehen da Schulter an Schulter. Und also das ist ja schön, dass du ein Gespräch miteinander sagst. Ja, genau. Aha. Ja. Ja, sehr gut. Weil das ist jetzt sozusagen die zweite Part mit euch beiden jetzt da. Ihr seid ja noch zu dritt hier. Ja. Die Eva Wimmer, die Sabine und der Christian Müller. Die haben wir abbrechen. Wie geht's den dreien jetzt eigentlich? Der Christian Müller, der hat sich am massivsten erwischt durch seine Größe und war ja recht ein schlanker Mensch. Den habe ich ein Foto gesehen, das hat recht dramatisch ausgesehen, wie es am Boden gelegen ist und Infusionen hat er dann gekriegt. Wie geht's ihm denn? Ich glaube, der hat sich wieder vollständig erholt. Na super. Es ist niemand zu Schaden gekommen bis jetzt und es soll auch so bleiben. Aber an dieser Stelle darf ich nochmal mein Ersuchen an die Politik, an die Landespolitik, aber auch an die Bundespolitik erneuern und sagen, wirkt auf den Verbund, auf die Verbund AG und auf die APG ein. Das sind Unternehmen, die nur zu 19% an der Börse, aber zu 81% direkt und indirekt im Staatsbesitz sind. Also wo die Politik einen wirkmächtigen Ruf erteilen kann, auch wenn sie kein Exekutivrecht, Durchgriffsrecht hat. Wirkt bitte auf sie ein und macht es nicht in erster Linie für uns, dass wir aufhören können, wir sind auch froh, wenn wir aufhören können, aber macht es für unsere Umwelt. Es soll der APG nicht länger Bäume schlägern, die vielleicht gar nicht geschlägert werden müssen, weil das Projekt ohnehin gestoppt wird. Und wenn sie Rechtssicherheit kriegen, okay, dann haben sie Rechtssicherheit, dann werden wir auch aufhören, dagegen zu protestieren. Dann haben wir alles versucht, aber wenn es aufgehoben wird, dann ist es doch ein Verbrechen an der Umwelt, wenn man jetzt mehr Wald rodet als notwendig. Ja, ich bedanke mich recht herzlich für euch einen Einsatz nochmal. Kann man nicht oft genug sagen. Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was so noch zum Erwähnen gäbe? Wichtig wäre vielleicht noch, ich möchte gerne alle Zuseher hier einladen, zu uns zum Mozartsplatz zu kommen, gelegentlich, wenn Sie in der Stadt seid. Und schaut euch an, was wir die visualisierte Schneise der Zerstörung genannt haben. Am Geländer des Mozartsdenkmals haben wir jene Bilder montiert, und zwar chronologisch vom Flachgau über den Tennengau, Baumgau,
bis in den Pinzgau nach Gabrun, so wie die Leitung verläuft, wo wir in den verschiedensten Regionen Bilder gemacht haben. Und dann haben wir die Leitung und die Masten da hinein montiert, um das Ausmaß dieser Zerstörung sichtbar zu machen. Und das ist nicht einfach irgendwie hineinmontiert, sondern wir haben genau die Masttypen verwendet, die tatsächlich an diesen Stellen verwendet werden. Wir haben sie genau an die GPS-Positionen gesetzt, an denen sie tatsächlich stehen würden. Und wir haben das Ganze maßstäblich gemacht. Also schaut euch an, ihr werdet wahrscheinlich auch schockiert sein über das schiere Ausmaß der Landschaftsbildzerstörung. Und macht Werbung für uns. Meldet euch an auf www.fairkabeln.at im Bereich Unterstützen. Da kann man sich eintragen als Unterstützer und das ist die Unterstützung, die wir brauchen. Wir gehen jetzt in Richtung auf die Richtung 13.000, was die Fairkabler Unterstützerschaft anbelangt. Und wir brauchen jeden Einzelnen, um das nötige politische Gewicht zu entfalten. Unsere Forderungen durchzusetzen, auch eben in einer modernen Erfahrung. Ja, es schaut monströs aus, die Bilder, wie ich da vorgestanden bin. Ich bin mir vorgekommen wie ein Weidevieh. Früher hat man ja die Kühe so eingezäunt mit den Elektrozaun. Wenn ich da vor den Bildern stehe, ihr habt es eh jetzt, seht das dann eh, dann wird es nur filmen, da fühlt man sich selbst wie ein Weidevieh, als wenn man einfach ausgesperrt wird von der Menschlichkeit sozusagen. Ja, es ist furchtbar. Ja, da schauen wir mal wirklich, dass wir wirklich uns dagegen stemmen können, ja. Genau. Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch allen. Ja. Wird mal nur klein einschwenkt, dass die Leute nochmal sehen, wie es ihr da drinnen so lebt. Was man jetzt so leben kann, nennen kann, gell. Da sieht man die Feldbetten und ja, da den Lagestatus kann man dann ab. Checken und alles Mögliche. Gut ausgestattet Satz hier noch halbwegs. Ja, somit haben wir jetzt wieder mal sehr viele wertvolle Informationen mitbekommen von Herrn Franz Fuchsberger. Ihr seht, es ist wirklich eine wichtige Sache, wo man sich engagieren könnte für eine Freileitung auf ein Erdkabel. Da gibt es nur positive Sachen und die negativen Sachen haben wir jetzt alle schon erörtert. Beteiligt euch vielleicht mit an Heuberg, macht Schichtwechsel, sucht euch eine gute Uhrzeit an, aus, wo ihr euch einbringen könnt. Schaut auch am Mozartplatz natürlich vorbei hier. Es gibt so viele Baustellen, was für Kabeln schon mittlerweile hat. Irgendwo in eurer Region oder zu einer Uhrzeit könnt ihr euch sicher einbringen. Es ist für eine gute, wichtige Sache. Und somit bedanke ich mich wieder bei euch, dass ihr zugeschaut habt. So verabschiede ich mich heute drinnen im Zelt von den Fairkablern und schauen wir mal, was daraus wird. Wenn ihr euch mitbeteiligt, sind die Hoffnungen natürlich viel, viel größer. Gell? Somit Baba und pfiat euch!